Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend nach einer etwas längeren Abwesenheit und Stille auf meinem YouTube-Kanal von sage und schreibe 2 oder 3 Tagen. Melde ich mich endlich wieder zurück, nachdem mein Job mich wieder ein bisschen mehr für YouTube und Twitch aufnehmen lässt. Und heute soll es dann auch direkt weitergehen mit der nächsten Folge hier in unserem Military Mod. Wir haben in der letzten Folge bereits Willi dem Krieg erklärt. Unsere Schiffe reparieren sich gerade hier. Irgendwo müsste hier ja auch unser Handelsschiff sein. So, den können wir direkt mal weiterfahren lassen, glaube ich. Und dann nehmen wir direkt mal hier, was haben wir hier kurz für Schiffe? Genau, die packen wir direkt mal auf Eskorte, damit das auch alles vernünftig abläuft. Handelsrechte mit Beryl. Nee, das machen wir nicht. Wir wollen sowieso auf kurz oder lang hier den Krieg anfangen. Dementsprechend versuchen wir gar nicht erst sonderlich uns hier einzuschleimen. Und legen dann gleich direkt los und erklären hier vielleicht nachher noch dem Nächsten den Krieg. Mal kurz einen Überblick verschaffen, nachdem wir jetzt 1, 2 Folgen auch nicht gespielt haben. Wir haben hier bereits alles gelegt, was wir brauchen, um nachher dann auch die Dampfschiffe bzw. dann auch unsere bewaffneten Dampfschiffe zu bauen. Das heißt, jetzt geht es eigentlich nur noch darum, alles, was wir haben, irgendwie hier runter zu transportieren. Unter anderem dann auch auf lange Sicht oder auf kurze Sicht besser gesagt, den Zement von unseren 2 Zementminen hier. Dafür brauchen wir aber, glaube ich, noch 20 weitere Arbeiter, nämlich 100. Schauen wir mal kurz. Ja, jetzt könnten wir tatsächlich beide aufbauen. Oh, hier wird schon wieder auf den nächsten Piraten geschossen, sehe ich. Aber soll sie ruhig machen. Da ist definitiv kein Durchkommen hier auf unserer Insel für die kleine Piratenlady. Und dann verliert sie jetzt gleich direkt hier ihr nächstes Linienschiff. Was gar nicht so schlecht ist. Was hat Willi vor? Okay, er ist auf jeden Fall nicht im Krieg hier mit der Prinzessin. Das passt also alles halbwegs. So, das war's. Hier fallen wieder jede Menge Items runter. Mein Handelsschiff dürfte jetzt gleich wieder losdüsen, welches es davon auch immer ist. Ich denke mal, das erste hier. Nee, doch nicht. Ah, er ist es hier. Okay, er düst langsam ab. Soll er auch machen. Und wir widmen uns mal wieder kurz unserer Insel und schauen mal nach, wie es hier läuft. Geld ist ja mittlerweile halbwegs im Überfluss vorhanden. Zement haben wir natürlich nichts auf der Insel. Das wird alles hintransportiert. Rum wird auch benötigt. Werfen wir mal kurz einen Blick auf unsere Handelsrouten. Wie es da aussieht. 2 Schiffe haben wir auf unserer Rumlinie. Die Zementlinie haben wir schon eingestellt, aber wir haben noch kein Schiff draufgepackt, weil wir die Minen jetzt im Endeffekt erstmal nochmal aufbauen müssen. Die bauen sich ja schlussendlich auch nicht von alleine. Und nachdem wir jetzt hier die Arbeiter haben, können wir das eigentlich auch machen. Holz haben wir auch genug. Das heißt, nein, ich wollte nicht das Steinkohle-Dings bauen. Ich bin auch ein Depp. Habe ich jetzt noch genug Materialien hier? Okay, habe ich. Und Arbeiter waren auch genug da. Glück gehabt. Aber warum nicht? Dann können wir die Steinkohle hier auch noch mit auf die Route packen. Aber die Mine ist nicht angeschlossen, glaube ich. Genau, jetzt ist es. Der ist auch nicht richtig angeschlossen. Lauter kleine Straßenfehler hier auf meiner Insel. Dann machen wir das so. Kostet zwar ein bisschen. Der ist jetzt dran. Der ist dran. Der ist dran. Dann machen wir hier mal noch Kohle drauf. Das können wir ja schließlich jetzt auch mitnehmen. Und dann warten wir jetzt kurz 1, 2 Minuten, bis sich hier ein bisschen was angesammelt hat. Und dann bringen wir das entsprechend hier runter in meine Insel, wo jetzt langsam auch Fenster und Beton zusammenkommen. Sehr gut. Was haben wir hier? Hier ist aktuell nichts los. Meine Eskorte ist hier mit meinem Handelsschiff unterwegs. Da bin ich also zufrieden. Wer schießt denn hier? Die Piratin schießt auf die Prinzessin. Ah, okay. Mittlerweile sind alle mit der Piratin im Krieg. Das kann uns natürlich nur helfen. Hier ist Willi, der sollte aufpassen. Und dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich nachher auch noch Beryl den Krieg erklären. Die Prinzessin würde ich mir jetzt erstmal sparen, weil sie einfach auch hier direkt an unsere Handelsroute entlang geht und ich keine Lust habe, mich hier oben ganz abzuschneiden. Wir werden aber wahrscheinlich trotzdem unser Schiff hier oben eskortieren müssen, wenn wir es dann nachher mit Beton und Co. beladen. Sonst wird es uns wahrscheinlich direkt weggeholzt werden. Ah, meine nächsten 2 dicken Schiffe sind fertig. Nochmal 2 von der schlagkräftigen Sorte. Da beschwere ich mich natürlich nicht. So, jetzt haben wir 37.
Was brauchen wir? Ah, es fehlt mal wieder ein Ziegel. Müssen wir mal wieder shoppen gehen vielleicht. 42 hat er. Schicken wir mal schon mal ein Schiff rüber. Dann kaufen wir nachher bei Archie wieder ein paar Ziegel ein. Wie sieht es hier auf der Insel aus? Okay, wir sind hier eigentlich ganz gut aufgestellt. Ihr Hafen wird angegriffen. Hier kommt auch jede Menge an Landwirtschaft. Okay, das passt alles. Das wird alles abgeholt. Schiff unter Beschuss. Wo werden wir angegriffen? Ah, okay. Kann es auch, glaube ich, nicht sein lassen, habe ich das Gefühl. Mehr als bereit. Sammeln wir mal ein. Können wir eigentlich alles wieder verkaufen, was hier liegt? Dürften nämlich alles, ja, sind alles die Teile, die einfach auf den Schiffen sind. Okay, was ist hier los? Ihr Hafen wird angegriffen. Stillgestanden, der Admiral. Wieso? Wer hat hier gerade was angegriffen? Da ist meine Eskorte. Was haben wir hier? Eine Piraten. Aber fährt einfach weiter, legt sich nicht mit uns an. Richtig so. Jetzt kaufen wir uns hier ein paar Ziegel. Und dann kommen wir hoffentlich auf unserer Insel auch direkt weiter. Ich glaube, Stahlträger brauchen wir aktuell nicht, oder? Nee, aber die Ziegel können wir gut gebrauchen. Und dann können wir gleich auch direkt nochmal einen Blick... Wo wird was angegriffen? Ein Feuer ist ausgebrochen. Was sollte... Ach, der macht meine ganzen Salpeter-Dinger kaputt. Hey, Sportsfreund. Was haben wir hier? Den und den, die können wir da runter schicken. Die können hier direkt mal kurz einen Prozess machen. So, das Linienschiff ist auf jeden Fall dann auch weg. Auf wen schießt er? Direkt drehen, dann schießen die nämlich alle. Direkt wieder in die andere Richtung drehen. Und dann gibt es direkt die nächste Salve. Ja, okay. Hier gibt es jetzt einen leichten Brand, aber wir müssten eine Feuerwache bauen können, oder? Ja, okay, das müssen wir dann halt gleich einfach alles wieder aufbauen. Der wird jetzt erstmal weiterziehen, nachdem er hier alles kaputt gemacht hat. Aber soll er ruhig machen. Jetzt haben wir hier noch die Piraten am Start. Ja, okay. Der verliert hier sein Linienschiff auf jeden Fall. Jetzt fahren wir mal den zwei Fregatten hier entgegen. Und die drei hängen sich gefälligst wieder an mein Handelsschiff hier dran. So, der ist auch wieder weg. Perfekt. Was will man mehr? Jetzt müssten wir eigentlich auch jede Menge... Eigentlich müssen wir echt viel Zement jetzt hier schon auf Lager haben. 81. Das heißt, wir könnten uns tatsächlich nachher sogar noch eine Zementfabrik leisten. Aber wir wollen es ja auch nicht übertreiben. So, sind die Ziegel da? Achtung, Admiral anwesend. Perfekt, Ziegel sind da. Jetzt haben wir schon wieder 90 Stück. Wie viele gibt es hier schon wieder? 8. Oh, perfekt. Genau auf Abfangkurs. Komm, dreht um, damit ihr nochmal schießen könnt. Und weg damit. Jetzt mal stehen bleiben. Perfekt, erstes Schiff vernichtet. Versucht er mit dem Schiff abzuhauen? Ja. Er wird sich auf jeden Fall nicht mit uns anlegen. Aber dann fahren wir direkt hier hoch. Jetzt kommen hier zwei Linienschiffe. Die müssten wir aber trotzdem auch einfach packen. Versuchen wir es mal ein bisschen mit Micro. Dann schießen wir öfter. Falls das dem einen oder anderen von euch vielleicht noch nicht bekannt war, wenn ihr die Schiffe wenden lasst, schießen die entsprechend öfter. Weil die dann immer die Kanonenseite wieder wechseln und die andere wesentlich schneller wieder vollgeladen ist. Ist natürlich sehr micro-intensiv und vielleicht jetzt nicht unbedingt dem Anno-Spiel, nicht das Ziel im Anno-Spiel, aber nichtsdestotrotz kann man sich da gerade bei Kämpfen, wo der Gegner vielleicht nur minimal überlegen ist, dann trotzdem einen kleinen Vorteil verschaffen. So, das war's. Wieder ein Linienschiff weniger für ihn. Was haben wir hier? Hier haut er ab.
Hier kommt wieder meine Eskorte an. Was ist das denn hier? Vorsetzen. Wieso ist der denn fast kaputt? Nee. Da wird sich hier erstmal repariert. Wo wird was angegriffen? Na, jetzt ist er hier. Jetzt will er es anscheinend wirklich wissen, aber das lassen wir uns tatsächlich nicht gefallen. Und setzen hier unten einfach auch noch eine Kanone hin. In die Takelage. So, die schicken wir mal zurück. Zur Reparatur. Hier kommt noch ein Schiff von Willi vorbei. Hat natürlich wenig Chancen. Und dann schicken wir den mal direkt wieder zu Archie rüber, um wieder Ziegel gleich zu kaufen. Jetzt haben wir nämlich jede Menge. So, was fehlt denn für den Hafen? 100 Ziegel. Ach du Kacke. 100 Ziegel, 75 Fenster, 75 Beton. Oh mein Gott. Das sind echt Ausgaben, da weiß ich gar nicht, wie wir die alle so stemmen sollen. So, hier kommen wir auf jeden Fall nicht durch. Da können wir, glaube ich, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag Schiffe bauen. Aber bauen wir direkt nochmal zwei von den dicken. So, haben wir das auch. Der holt die Ziegel, der fährt hier auf die Handelsroute. Müssen hier tatsächlich ein bisschen aufpassen. Wir könnten eigentlich tatsächlich das ein oder andere Schiff hier tatsächlich noch als Eskorte benutzen. Wir haben ja aktuell hier dann doch ein paar Schiffe noch rumstehen. Und warum sollen wir da eigentlich geizen? Und nicht durchaus gut unsere ganzen Frachtschiffe bewachen aktuell. So, wo ist hier was in Schutt und Asche? Ach nee, wir haben Feuer. Das ist das Problem, nicht Schutt und Asche. Aber wir müssen die Salpeterminen wieder aufbauen, fällt mir gerade auf. Was brauchen wir dafür? Wahrscheinlich jede Menge Ziegel. Ich hab's gewusst. Das wirft uns jetzt auch wieder zurück. Hätte ich da mal drauf geachtet. Jetzt brauchen wir tatsächlich 80 Ziegel drüben. Die müssen wir rüberfahren, weil die Dinger hier brauchen wir auf jeden Fall. Und wir haben nach wie vor nur eine Insel mit zwei Ziegelminen hier. Oder zwei Lehmgruben, besser gesagt. So, wird hier auch schon wieder gekämpft. Ja, aber der hat sein Fett weggekriegt und haut ab. Das soll er ruhig machen. Wir müssen hier auf jeden Fall unsere Schiffe mal weiter reparieren. Hier haben wir auch noch einen stehen. Auf wen schießt er? Ah, auf eine Fregatte von Willi. Kann er gerne machen. Kaufen uns hier schon wieder die 25 Ziegel. Ja, ich weiß, da gibt es Ruinen, aber da müssen wir jetzt erstmal die Ziegel hinfahren, sonst wird das nämlich nichts, Sportsfreunde. Wieder die Piratenlady. Okay, schicken wir den nochmal kurz auch mit hier drauf. Hoffentlich entkommt der. Der kriegt echt ordentlich Lack ab, unser Handelsschiff hier, aber der kommt definitiv nochmal weg. So, haut den Piraten weg, den brauchen wir nämlich nicht. Ah, der will jagen gehen. Okay, das kann er natürlich gerne versuchen. Komm, schieß! Und direkt drehen und direkt noch eine Salve hinterher. Super, den Rest schaffen die anderen beiden, das heißt die Ziegel können weiterfahren. Aber naja, wir halten die gegnerischen Flotten auf jeden Fall relativ gering, wenn ich mir das hier so anschaue. Der wird auf jeden Fall mal kurz pausieren müssen zum Reparieren. Und hier werden wir immer wieder fleißig Ziegel nachkaufen müssen. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Na, wieso lässt er mich nicht handeln? Okay, jetzt schon. So, haben wir schon mal 30 Stück. Sieht doch ganz gut aus. Was haben wir hier? Ein Linienschiff von Willi. Können wir eigentlich auch direkt hier in die Zange nehmen. Außer er haut jetzt ab. Schiff unter Beschuss. Wir lahmen etwas. Ihr sollt auf ihn schießen und ihn nicht jagen, Mädels. Naja, dann lasst es halt sein. Und fahrt euch alle erstmal reparieren. Was kommt hier schon wieder an? Ein Monitor, ne? Ja. Auch kein Problem zum Glück.
So, mittlerweile muss man hier echt viel aufpassen, aber wir kriegen bald hier schon wieder unsere nächsten zwei Schiffe. Und dann hauen wir noch ein paar Linienschiffe raus und dann gucken wir mal, ob wir nicht dann wahrscheinlich in der nächsten Folge es schaffen, eine Insel hier einzunehmen. Was haben wir denn hier? Den Kontor. Ah, auch noch eine dicke Bertha oder wie auch immer dieses Ding hier heißt, diese Mordskanone. Sollten wir uns nicht im Krieg befinden. Okay. Also die Insel, das können wir lassen. Solange wir keine Schlachtkreuzer haben, brauchen wir hier gar nicht erst angreifen. Wie sieht es hier oben bei der Prinzessin aus? Die könnten wir schnappen. Okay, die kriegen wir auch nicht hin. Und die Hauptinsel erst recht nicht. Und wie sieht es bei Beryl aus? Die Insel relativ leicht bewacht. Die gar nicht, okay. Die ein bisschen. Ah, die auch schon schwer. Also wird es wahrscheinlich nicht lange dauern, bis die hier auch entsprechend schwer bewacht ist. Naja, sei es drum. Wir werden hier weiter die Ziegel aufkaufen, die hier irgendwie reinkommen. So, hier dürfte jetzt das Schiff sein. Brauchen wir gar nicht 80, sehe ich gerade. So, die restlichen Ziegel können wir da zurück zur Hauptinsel. Wo wird hier geschossen? Wo? Ach, auf den wird wieder geschossen. Okay, naja. Sollen sie es machen? Hä? Wieso fährt er zu Willi? Was soll das? Stopp! Das wäre jetzt hier in die Hose gegangen. Den hätten sie weggepustet, aber wie? So, hier wieder in Betrieb nehmen. Woran fehlt's jetzt? An Stahl. Ich krieg die Krise. Wieso gucke ich denn nicht einmal im Leben vernünftig nach? Zu einem Imperium. Wie viel brauche ich hier? 16 Tonnen. Das heißt 30, 42, 48, 40 Tonnen Stahl. Haben wir hier einen Freiwilligen? Ja. Schippern wir das auch mal kurz hier rüber. Wunderbar. Wie sieht es hier mit den Bedürfnissen aus? Machen wir es mal lieber so, dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. Okay, Bedürfnisse sind alle voll erfüllt. Das, was uns halt tatsächlich fehlt, sind diese Baumaterialien. Und ich glaube, wir haben gar keine andere Wahl, als jetzt eine Route von der neuen Welt hier einzurichten und uns hier die Ziegel herzuholen. Wie viele Gruben haben wir denn hier in Betrieb genommen? Eins. Ja, zwei. Dann nehmen wir die eine jetzt hier auch noch in Betrieb, nachdem wir ein bisschen geupgradet haben. Können wir uns, glaube ich, noch erlauben. Schauen wir mal, wie wir da hinkommen mit den Arbeitskräften. 110 brauchen wir jetzt noch. Schaffen wir das noch? Ich glaube schon fast nicht mehr. Nee, wir werden anbauen müssen. Ja, okay. Dann machen wir es jetzt erstmal kurz so. Und bauen jetzt gleich die Stadt noch entsprechend größer. Wir müssen jetzt eh hier auf die andere Seite rüber. Das Öl werden wir hier eh nicht abgrasen. Ich mache mir da auch nichts vor, dass wir auf lange Sicht hier das Öl wegtransportieren werden. Das heißt, wir werden jetzt hier erstmal nochmal kurz die Stadt anbauen. Anderweitig kommen wir hier nämlich nicht voran. Wir brauchen die Ziegel und da müssen wir jetzt hier eine Handelsroute einrichten. Hätte ich vielleicht auch schon früher drauf kommen können, dass wir uns die Ziegel jetzt einfach aus der neuen Welt und nicht nur von Archie kaufen. Und dann war hier oben doch auch nochmal eine Lehmgrube, richtig. Können wir die auch gleich noch mit anzapfen? So, hier das. Nee, das passt nicht. Das gefällt mir nicht. Auch wenn wir hier ums Überleben kämpfen, sollte es ja doch wenigstens alles halbwegs ansehnlich sein. Nein! Nein, 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 nein. Habe ich da jetzt echt 30.000 für ausgegeben, weil ich zu schnell geklickt habe? Aha. Manchmal stelle ich mich auch echt dumm an. So, jetzt noch hier. Jetzt dürfte es eigentlich passen und dann können wir eigentlich hier hochgehen. Und hier schon mal alles fertig konstruieren. Hier brauchen wir ein Lagerhaus.
Und dann die zwei Ziegeleien. Oh, 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 noch nicht aufbauen. Nur vorplanen. So, jetzt mal kurz in die alte Welt. Haben wir irgendwo noch einen schnellen übrig? Kein schnelles... Ah, doch, hier ein. Die Springmaus. Wunderprächtig. Route einrichten, Handelsroute. Na, komm. Von hier in die alte Welt, hierhin. Und wir holen so viele Ziegel, wie wir kriegen können. Und schicken die Springmaus los. Auf geht's. Vielleicht hilft uns das ja. Die eine Route haben wir hier noch pausiert. Hier ist Willi gerade wieder mit einer Menge in der Mitte unterwegs. Was haben wir denn hier? Okay, Willi fängt jetzt auch an, ein bisschen Stress zu machen. Okay, zwei Linienschiffe. Da ist auch nochmal ein Linienschiff. Also wir müssen auf jeden Fall weiterbauen. Kommen wir gar nicht drum herum. Ich sehe uns hier auf absehbare Zukunft auch tatsächlich noch nicht bei den Dampfschiffen ankommen, wenn das so weitergeht. Außer wir kriegen hier unseren Materialverbrauch irgendwie ein bisschen hin. So, das können wir hier abliefern. Dann kann das Schiff auch wieder zurück in unseren Haupthafen und sich hier mit unserer Flotte verbünden. Und da müssen wir mal gucken. Hier haben wir zwei Kanonen. Okay, das ist ja gar nicht so schlecht. Die halten das auf jeden Fall kurzfristig. Hier haben wir auch ein paar Kanonen. Und ich glaube, in der neuen Welt geht es auch halbwegs, oder? Ja doch, hier haben wir jede Menge kleine Kanonen. Und hier auch das Problem ist natürlich, wenn wir tatsächlich hier angegriffen werden. Wir haben hier einen Schoner und wir haben hier eine Fregatte im Endeffekt in der neuen Welt. Also faktisch gesehen sind wir gar nicht so wirklich in der Lage, irgendjemandem hier Kontra zu bieten. Das heißt, eigentlich müsste ich hier nochmal ein Schiff rüberschicken. Ich glaube, das machen wir jetzt auch. Es dürften ja gleich zwei neue fertig sein. Schauen wir mal kurz. Ja, zu drei Viertel. Ich glaube, da schicken wir tatsächlich die beiden in die neue Welt. Und zwar hier zu Lujuza, so sprichst du es mal auszusprechen. Nehmen wir den und den. Neue Welt, Lujuza, wer ist da? Ah, die ist halt auch echt der Knüller, ne? Die schickt hier ein Linienschiff nach dem anderen in meine Hafen, in meinen Hafen rein und verliert halt einfach eiskalt alles, ohne dass es sie großartig kratzt. Das ist echt, echt schon beeindruckend. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, wie die eine Route hier verläuft. Ne, nicht die. Sondern die. So, die ziehen wir auf jeden Fall mal. Können wir die hier lang ziehen? Ja, wir lassen die auf jeden Fall mal hier lang fahren. Damit wir an Willi ganz vorbeikommen. Jedenfalls in Thailand. Ich sehe ja gerade hier oben, da treibt er sich auch schon rum. Ah, er handelt mit der Prinzessin, okay. Gut zu wissen. Mal gucken, ob wir hier nachher vielleicht doch noch in den größeren Krieg gezogen werden. So, die beiden dampfen ab, ne? Ja. Und hier kommen gleich die zwei Schiffe raus. Perfekt. Es dürfte nämlich auch gar nicht mehr so lange dauern, bis der Süßwasserpirat uns den Krieg erklärt. Das heißt, ewig viel Zeit haben wir hier gar nicht mehr, bevor es dann ein Ticken ernsthafter wird. So, das kann er gerne machen, das stört mich nicht. Wir werden jetzt gleich hier sowieso mal ein bisschen anfangen weiter aufzuräumen und hier vielleicht ein bisschen patrouillieren im Innenbereich. Und Willi vielleicht, ah, das Ding ist halt, wenn er so weiter mit seiner Flotte hier als Verstärkung kommt, haben wir halt wirklich ein Problem. Ist hier schon irgendjemand ansatzweise in der Nähe Strom zu haben? Sieht mir aktuell noch nicht danach aus. Wie sieht es bei Beryl aus? Auch noch keine Ingenieure. Ja. Unsere Flotte repariert sich. Schauen wir mal kurz in die neue Welt. 150 Ziegel. Wie viel können eingelagert werden? 175. Bauen wir hier aber mal nochmal kurz ein, zwei Lager hin. Wie viel passen jetzt hier hin? 325, perfekt.
können wir hier vielleicht noch ein bisschen upgraden. Dann können wir die andere Ziegelei da oben noch in Betrieb nehmen. So, das sieht doch gut aus. Jetzt das noch. Wie viel fehlt? 40. Das kriegen wir hin. Perfekt. Jetzt haben wir hier tatsächlich die drei im Betrieb. Nehmen wir mal hier noch die Poncho-Farm mit. Und dann dürften wir hier auch nachher alle Waren haben, die wir brauchen. Rum dürfen die aber nicht trinken, ne? Hoffentlich. Ne, habe ich ausgeschaltet. Das wäre ja echt dumm gewesen, wenn die den jetzt einfach die ganze Zeit wegsüppeln würden. Rum, okay. Und hier müsste der Ziegeltyp sein, ne? Na, man sieht ihn gerade nur ganz rudimentär hier. Hat sogar noch 23 Tonnen an Bord. Das heißt, ich verbrauche gar nicht so viel, wie mir gerade die ganze Zeit geliefert wird. Tatsächlich. Brot knappst so ein bisschen am Minimum. Und Schnaps. Aber da müssen die jetzt durch. Ich versuche immerhin, mir hier mit Baumaterialien, die ich bei Archie aktuell zusammenknausere, mein Leben so ein bisschen in den Griff. Ach, der ist auch noch voll mit rum. Können wir wahrscheinlich sogar verkaufen. Machen wir das mal. Vom Stapel. Ah, Schiffe sind fertig. Perfekto. Können wir direkt noch einen bauen. Und noch eine Fregatte. Ein Nierchenklipper. Und noch eine Fregatte. Langsam wird unsere Flotte richtig groß. So, verkauf deinen Rum halt hier. Bringt ja nichts, wenn du damit zurückfährst. Nee, bitte alles. Und jetzt kannst du weiterfahren. Was haben wir denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4 von den dicken Schlachtschiffen und ein Linienschiff. Zwei Linienschiffe. Eine Fregatte, noch mit Ziegeln beladen. Okay. Haben wir doch eine gar nicht mal so kleine Flotte. Ich bin ja tatsächlich gewillt, hier unten jetzt vielleicht mal anzugreifen. Vielleicht, ich kann diese dicke Bertha hier überhaupt nicht einschätzen. Und ich will lieber Beryl auch noch ein bisschen ärgern. Wobei die natürlich auch mit einer Flotte hier mittlerweile auftrumpfen kann. Wie stehen wir rein von unserer militärischen Stärke da? Okay, wir sind fast break-even mit Willi. Beryl ist uns unterlegen. Oh, die Piratin ist uns ganz schön unterlegen. Also die verliert die ganze Zeit ihre Schiffe. Und die Prinzessin ist uns knapp überlegen. Aber hauptsächlich halt wegen deren ganzen Befestigungen. Also ich würde sagen, wenn die beiden Schiffe hier fertig sind, gehen wir in den Krieg. Hä, wieso bräuchte ich denn beide am einer Werft? Bin ich ein Idiot? So, jetzt haben wir auf jeden Fall hier genug Ziegel gesammelt, glaube ich. Was soll das denn? Stopp, 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 stopp. Können wir das noch verhindern? Nein, nicht planen. Aufbauen. Ich habe keine Kanonen. Fregatte abbrechen. Fregatte abbrechen. Los, aufbauen. Hör auf. Verschwindet mein Öl, wenn ich den jetzt verliere? Das wäre natürlich irgendwie ärgerlich und irgendwie auch egal. Jetzt brauchen wir hier noch 80 Stahlträger. Ja, okay, bis die da sind, ist halt auch einfach echt übermorgen. So, was ist jetzt hier Phase? So, bringen wir das rüber und dann fangen wir jetzt an, unsere Betriebe aufzubauen. Jetzt dürften wir hier auch endlich genug haben. Der darf weiterfahren. Die kriegt er als Eskorte. Wir haben echt meinen verdammten Ölhafen kaputt gemacht. Also jetzt werde ich hier langsam echt knatschig. So, das Lagerhaus können wir hier nochmal doppelt hinsetzen. So, die sind weg.
Kriegen wir den anderen auch noch? Oder entkommt der? Wenn wir uns jetzt vielleicht alle drehen, könnte es tatsächlich noch klappen. Wunderbar. Die schnappen wir uns jetzt auch noch. So, was haben wir jetzt hier alles? Motorenfabrik, Geschützfabrik, Hochofen, Kraftwerk. Wo ist meine Dynamitfabrik? Brauche ich die nicht auch noch? Bin ich blind? Messinghütte, Kraftwerk. Die brauche ich doch auch. Fangen wir am besten, glaube ich, an mit der Motorenfabrik. Da brauchen wir die Messing und den Hochofen. Versuchen wir es mal. Okay. Die hat noch keinen Strom, weil wir das Kraftwerk jetzt gleich aufbauen müssen. Und das können wir jetzt gleich aufbauen, wenn das Schiff mit den Stahlträgern da ist. Ist es? Perfekt. Direkt wieder rüber zu Archie mit dir. Die schicken wir hier mal in die Mitte. Sieht nämlich aus, als ob die hier gleich ein bisschen stumm machen. Ich glaube, Vater hätte dich gemocht. Die mal mit auf Eskorte schicken, perfekt. Schiff unter Beschuss. So, der holt sich die Waren da ab. Hier dürfte dann jetzt gleich der Strom hinkommen. Was fehlt uns hier? Insel wird belagert. Nein, die Insel wird aktuell nicht belagert. Brot geht uns aus. Das ist natürlich optimal, dass uns jetzt Brot ausgeht, wo ich upgraden will. Haben wir von irgendwas zu viel? Weizen plus minus null. Mehl 33. Okay, wir brauchen tatsächlich dann nochmal zwei weitere hiervon. Okay. Jetzt brauchen wir eine Mühle. Na, komm her. Na, bin ich denn zu doof zum Klicken jetzt? Eine Mühle, okay, haben wir. Ein Schiff wurde zerstört. Und jetzt brauchen wir eine Bäckerei. Zwei Stück. Und wir brauchen viel mehr Ingenieure, fällt mir gerade auf. Viel mehr Ingenieure, um das alles zu stemmen. Okay, hier geht's jetzt richtig ab. Nein, schießt auf den. Schießt auf den. Vielleicht schaffen wir es den tatsächlich. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Perfekt. Und jetzt den noch hinterher versenken. So, halb fertig gebaut. Die können jetzt hier ruhig mal ein bisschen Stuck machen vor Willis Insel. Schaffen wir sogar noch ein paar Schiffe rauszulocken. Kommt noch ein Linienschiff an. Was ist das? Ein Flaggschiff. Okay, jetzt kann sich auch direkt die Anreise sparen. So, und komm schon. In Reichweite. Ne, doch nicht. Hoppla. Der hat eine größere Reichweite. So, aber das dürfte reichen. Den müssen wir zurückziehen. Hoffentlich war das nicht zu spät. So, Brot haben wir gleich wieder, da müssen wir uns keine Gedanken drumherum machen. Ah, Mist. Das Flaggschiff. Komm schon, eine Salve noch. Das schaffst du. Oh, perfekt. Haben wir echt die Schiffe weggeholzt. Nein, keine Allianz. Halt. Stopp. Was ist mit meiner Bilanz? Wieso ist die auf einmal so abgefallen? Kein Grund zu... In der Gewerkschaft.
Erst kein Glück, jetzt auch noch Pech. Okay. Da, das geht, das können wir vergessen. Das ist ja totaler Müll, den wir hier fabriziert haben. Das ist ja, auch wenn das jetzt riesengroße Materialverschwendung war, das bringt ja gar nichts zum aktuellen Zeitpunkt. Also wir werden jetzt einfach den Krieg anfangen hier und wir werden anfangen, die einfach zu dezimieren und wir werden jetzt gleich Willis erste Insel einnehmen. Und dann soll sich das ganze Thema hier auch erledigt haben. Und dann schauen wir mal, wie lange wir brauchen, bis wir durch diese ganzen Verteidigungslinien durchgekommen sind. Es wird auf jeden Fall Zeit, dass wir jetzt ein paar mehr Inseln erobern. Ja, das ist tatsächlich das Bier. Brot ist egal, das ist gleich wieder aufgefüllt. Das ist tatsächlich das Bier. Schauen wir mal, wie es hier mit der Bierproduktion aussieht. Weizen haben wir aktuell ein bisschen wenig. Hopfen sind wir bei 0, da müssen wir mehr rüberkarren. Weizen, komm, noch ein bisschen mehr. Wir haben nicht genug. Wie sieht es hier hopfenmäßig aus? Ja, okay, zwei weitere können wir noch aufbauen. Das machen wir mal. Unsere Handelsroute läuft aber noch, oder wurde die abgeschossen? Nee, der läuft. So, Willi hat fast keine Schiffe mehr. Okay, einen Transporter hat er hier, ein Linienschiff. Hier auch nochmal ein Linienschiff. Piratenmonitor. Also es geht tatsächlich. Also, ich habe tatsächlich gedacht, ganz ehrlich, dass die NPCs auf dem Schwierigkeitsgrad wesentlich aggressiver agieren, muss ich gestehen. Nach dem, was ich in der Beschreibung gelesen habe, bin ich eigentlich nicht davon ausgegangen, dass die uns doch so viel in Ruhe lassen. Sondern ich habe tatsächlich gedacht, die machen wesentlich mehr Stunk und auch mit größeren Flotten. Ich will jetzt nicht zu große Töne spucken, wir haben ja auch bei weitem noch nicht gewonnen. Mehr Kleidung müssen wir herstellen. Ich habe bei weitem noch nicht gewonnen, also wäre es tatsächlich jetzt mal nicht angebracht, hier einen auf dicke Hose zu machen. Aber nichtsdestotrotz habe ich tatsächlich gedacht, dass die NPCs eine etwas größere Herausforderung schon auf dem Schwierigkeitsgrad sind. Okay, wir haben jetzt auch die ehemals Einsternigen genommen, abgesehen von Beryl. Nichtsdestotrotz habe ich gehofft, dass man selbst hier auch ein bisschen mehr herausgefordert wird. Es ist ja dann doch mit der Bauweise, die wir hier gerade an den Tag legen, jetzt machbar dagegen zu halten. Das Schwierigste waren da in der Tat die zwei einzigen großen Angriffe durch die Piraten in der zweiten oder dritten Folge. Hält sich also tatsächlich alles irgendwie so ein bisschen in Grenzen. Und hier auf der Insel stoßen wir tatsächlich jetzt bald an unsere Limits und muss ich überlegen, ob ich dann vielleicht diese Holzproduktion hier outsource und die Stadt hier noch weiter vergrößere, damit wir mehr Einnahmen generieren können. Aber jetzt haben wir gleich unsere Schiffe zusammen. Wenn ich mir die Flotte hier anschaue, die kann sich schon richtig ordentlich sehen lassen. Das heißt, wir werden die Folge jetzt beenden. Und in der nächsten Folge werden wir Beryl den Krieg erklären. Oder das machen wir jetzt noch zum Ende, glaube ich sogar. Sonst erzähle ich wieder, dass ich es mache und nächste Folge fällt mir was anderes ein. Also wir werden Beryl jetzt noch den Krieg erklären. Und dann würde ich sagen, versuchen wir tatsächlich unserem Kollegen hier den ersten Hafen abzuluxen. Und die Insel wäre ja gar nicht so schlecht. Dann hätten wir hier unten das Dreigestirn, dann hätten wir das, die vier Inseln hier unten. Und wenn wir die unsere Insel von Beryl hier noch haben, dann sind wir da unten eigentlich schon safe. Haben wir zwar hier unten noch, hier oben noch unsere Enklave, aber was soll's denn? 75, der ist auch schon voll. Da können wir hier mal kurz die Nantucket draufpacken auf die Handelsroute. Zack. Los geht's. Der kann ruhig losfahren mit zwei Ladungen erstmal. Und dann passt das. Hier wird weiter eskortiert. Gehen wir mal kurz in das Fenster rein. Suchen Beryl. Krieg erklären. Perfekt. Jetzt ist Beryl auch auf unserer schwarzen Liste. Und, ja, okay. Der Prinz, das Einzige, okay, was natürlich jetzt eine doofe Geschichte ist. Hier müssen wir doch nochmal pausieren. Nicht Diplomatie, falsches Menü. Routen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo fährt der denn jetzt lang am besten? Ich glaube tatsächlich hier.
Und da müssen wir ihm gleich direkt eine Eskorte zusammenschicken. Sonst wird das nichts. Aber versuchen wir es erstmal. Und dann schicken wir ihm gleich direkt einen entgegen, damit er uns nicht über den Haufen geschossen wird. So, das war's dann aber jetzt erstmal für die Folge. Hier sind gleich die nächsten zwei Schiffe fertig. Und dann sollten wir tatsächlich genug Schlagkraft haben, um die ersten Inseln hier abzuluxen. Und mal ein bisschen Nägel mit Köpfen zu machen. Und ich sag's mal ganz ehrlich, wenn wir Beryl hier ein, zwei Inseln abgenommen haben und dem Willi auch eine Insel abgenommen haben, dann können wir hier eigentlich kurz einen Prozess machen. Das Einzige, was uns hier schlussendlich... Was? Nein! Echt jetzt? Wie dumm von mir. Oh, das ärgert mich jetzt wirklich. Ich habe wieder nicht aufgepasst, weil ich so viel gelabert habe, dass Beryl jetzt tatsächlich ein Schiff von mir hinten weggeholzt hat. Oh, wie ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Aber naja, das soll auf jeden Fall trotzdem genug für diese Folge gewesen sein. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder in unserem Anno 1800 Modded mit dem Military Mod. Ich bin euer Chris und es würde mich freuen, euch in der nächsten Folge wiederzusehen. Bis demnächst.